So, gehen im Fitness, wie er scheiße aussieht, nach meiner Meinung. Vorher, da ist was sehr, sehr Wichtiges, was ist wichtiger wie die Maschine, wie die Politur. Hallo Leute, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag hier bei meinem wunderschönen Studio. Vorgestern habe ich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich habe meine Firma angefangen, die ersten ein, zwei Jahre, und ich wollte versiegeln ein Auto. Ich habe kein Geld gehabt und ich musste immer Vorschuss nehmen von den Kunden, soll ich die Versiegelung kaufen kann. Und ja, das war schwer, ist immer noch schwer, bis heute zu Tage, ich kämpfe jeden einzelnen Tag. Aber gestern habe ich letzte Woche habe ich bestellt ein paar Versiegelungen. Und ich freue mich sehr, sehr, weil ich habe erreicht, jetzt nach 5 Jahren Selbstständigkeit, dass ich kann auf einmal mehr bestellen. Die habe ich bekommen. Zipan-Code, Miabi-Code, ISM. Concord Elegance Box Plus, ah, die sieht so aus, die kleine Flasche. Plus noch ein paar Politur auch von Kamikaze Collection. Und noch ein paar Pads. Naja, aber wie ihr das sehen könnt in diesem Video, also das, ich musste zeigen. Weil das ist sehr, sehr große Sache für mich. Also ist besser wie Weihnachten. Also ich vergesse nie, wie habe ich angefangen, von wo habe ich angefangen, was, wie lang war die Weg bis hier, war schwer. Ist immer noch schwer. Jeder einzelne Tag ist schwer. Aber das habe ich schon mal gesagt. Ja. Heute ich werde für einen Zuschauer hat mir geschrieben, das will ich ganz genau die Namen sagen, Eugen Czerny. Eugen, ich denke so sagt man das, Eugen, ich weiß nicht, weil ich bin Ungarn. Also dieses Video ist für dich. Ich werde reden über Poliermaschinen in diesem Video. Aber nicht nur für dich, also für jeder. Also ich schreibe nicht im Titel, dass Poliermaschine für Profis oder Empfehlung von Profi. Nein, bin ich nicht so ein Typ. Das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Ich zeige dir oder ich zeige euch die Maschine, was ich habe. Ich sage euch meine Erfahrung, was ich denke, und dann würde ich dir empfehlen, ein paar Poliermaschinen. Wann willst du jetzt ein neues Geschäft aufmachen? Oder zu Hause, oder hast du angefangen mit Autopolieren? Ich hoffe, durch dieses Video, ich kann dir Geld sparen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, ich kann dir Geld sparen durch dieses Video. Ich fange an. Erste Maschine, mit was habe ich angefangen zum Polieren Autos? Das war ein Würth-Maschine. Ja, ich habe kein Geld gehabt, wann ich habe angefangen, nicht mal Staubsauger, nicht mal Poliermaschine, und das habe ich gekriegt von Norbert Gunn. Soll ich polieren kann Autos? Bestimmt, die Autos sieht scheiße aus, aber irgendwo muss man anfangen. Und die zweite Maschine. Das hat jemand, der hat Boots poliert, das hat gegeben für mich und hat noch nicht abgeholt. Und ich passe auf, ich schmeiße nicht weg. Also die Maschine wiegt, schätze ich mal, 43 Tonnen oder 44 Tonnen. Wenn du hast keine Zeit für Fitness, aber möchtest du große Schulter, große Bizeps, ich kann diese Maschine empfehlen. Polierst du mit dieser Maschine eine Woche lang
und du wirst haben riesige Bizeps, Unterarm und riesige Schulter. Aber so gehen im Fitness wäre scheiße aussieht, nach meiner Meinung. Und jetzt kommt meine erste Maschine, was ich ein halbes Jahr lang gespart ungefähr. Die Maschine vergesse ich nie und das werde ich nie wegschmeißen, egal ob kaputt geht oder nicht. Weil wenn diese Maschine habe ich geholt zu Hause, ich habe kein Essen gehabt im Kühlschrank. Aber ich habe eine Polymaschine gekauft. Ja, das ist ein Rupes Mark II. Das weiß man von hier, weil hier hat eigentlich diese weiße Ständer. Das habe ich beklebt mit so einer wunderschönen Frau. Hier ist noch ein toter Kopf. Ja, das ist 21er. Es hat 21 mm Hub Exzenter, also hat diese Bewegung durch Motor und eine freie Bewegung. Das war meine erste Maschine. Ich arbeite bis heutzutage immer noch mit dieser. Ich habe einen anderen Teller bestellt. Dieser Teller hat gekostet fast so viel wie die Poliermaschine. Aber die Teller, erst einmal, lass die Teller, was kommt mit der Maschine, nach meiner Meinung. Weil das ist Aluminium, weil mit diesem Teller hast du den Lack angepasst. Die Lack fliegt 40 Meter, wenigstens. Also ist ein bisschen gefährlich für einen Anfänger oder wer möchte jetzt anfangen. Ja, das kann ich empfehlen. Das liebe ich, diese Maschine. Dann meine zweite Maschine war diese. Das ist Rupes Mini. Super Maschine. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Von dieser habe ich noch eine. Dasselbe. Diese ist mit die kurze Kabel. Und diese andere ist mit diesen 9 Meter oder wie viel lange Kabel. Das ich empfehle das nicht. Also zu viel Kabel, das stört mich. Nächste Maschine ist die Hybrid. Das ist die Long Neck. Damals, wenn ich habe das gekauft, das hat gekostet über 800 Euro. Diese Maschine funktioniert immer noch bis heutzutage. Ich bin sehr, sehr zufrieden. War noch nie bei Service, bei den anderen ein, zweimal oder mal repariert. Aber die Maschine ist eine sehr, sehr tolle Maschine. Dann habe ich dasselbe wie diese. Das ist 21er, aber das ist die 15er. Fokus. Genau. Das hat kleinere Hub. Ich liebe diese Maschine. Sehr, sehr gut. Bin voll zufrieden mit dieser. Auch mit Kabel. Ja, ich habe so ein Kraus. Das ist nicht teuer. Diese Maschine. 150, 200 Euro oder sowas. Aber das habe ich gekauft. Das ist Rotary, kein Exzenter. Wegen dieser Verlängerung. Bei mancher Stelle, du brauchst das, weil anders kommst du nicht rein. Dann zeige ich dir diese. Das ist ein Flex mit Akku. Wenn du bestellst sowas, guck das in die Packung. Also wenn du bestellst auf E-Mail oder Amazon, guckst du unbedingt, kauf mit zwei Akku. Ich habe Fehler gemacht, habe das billigste gekauft. Und ja, ich habe voll viel gewartet auf diese, aber das ist gekommen mit einem Akku. Aber das reicht für mich, weil mit dieser, ich poliere nur so, wie wann habe ich ein, zwei Kratzer, soll ich nicht eine andere Maschine mit Kabel vorne bringen und Verlängerungskabel. Dann ist einfach mit dieser, gehe ich da hin. Voll leise. Das nächste, und das ist mein neuer Liebling. Also, ja, das ist ein Flex, auch mit Akku. Das ist gekommen mit zwei Akkus. Das ist ganz easy. Zack. Und die Böse Teller
ist drauf. Deswegen liebe ich diese Maschine. So. Flexi sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden mit der Maschine. Aber ich bin irgendwie ein Rupers-Typ. Für mich die Rupers steht besser in meiner Hand. Hier vorne, bei diesem Griff hier, ist dünner und ich fühle die Maschine besser. Bei der Flex, das ist so ein bisschen unheimlich, ist unangenehm. Also für mich persönlich fühlt sich komisch an. Gute Maschine, ich sage nicht, das ist schlecht oder schrott. Nein, ist gut, aber ich bin ein Rupers-Typ. Der Unterschied zwischen die Flex und Rupers, also die Flex, da gibt es auch mit Kabel, das habe ich nicht. Die alte Aufbereiter, die alte Polierer weiß das, wie nerv ich das. Diese hier, diese 20 Kilometer Kabel, immer, du drehst da drauf, habe ich hier schön Steckdose da, aber trotzdem, dass, wenn du arbeitest, das kommt durcheinander. Und deswegen die Maschine mit Akku, du kannst das vermeiden. Aber ich bin schon gewohnt mit dieser. Also nach einer Zeit gewöhnst du dich dran. Und jetzt, ich finde das alles gut, alles cool. Noch was? Genau, ich habe noch eine Maschine, die kleine, das funktioniert mit Luftdruck, auch von Rupers. Warum habe ich die Maschine? Weil ich habe die kleine, zum Beispiel Exzenter, das ist dasselbe eigentlich, aber das ist kein Exzenter. Diese Maschine brauche eine Flachoberfläche, so dass perfekt arbeiten kann. Wenn du hast eine Kurve, so, auf Panel, und kommst du hier rein, das vibriert nur, das dreht sich nicht. Und wenn vibriert, das macht Hitze und du kriegst die Kratzer nicht raus, weil das steht da und nur vibriert. Aber die Maschine mit Luftdruck, das hat so eine Bewegung, das dreht sich gar nicht. Das bewegt sich so, ganze Zeit, aber nonstop bewegt sich. Deswegen mit dieser kommst du in die Kurve gut rein und deswegen habe ich die Maschine. Mir fehlt eine Maschine, das habe ich noch nicht, aber ich kann ohne die Maschine auch super arbeiten, also mir fehlt eigentlich zwei Maschinen. Das ist die Duetto, das würde ich kaufen, aber jetzt brauche ich das nicht. Die Maschine, die reicht für mich erst einmal, aber die, die Duetto würde ich kaufen unbedingt. Weil die Maschine gefällt mir. Und noch ein von Kamikaze Collection mit einem 2 oder 3 mm Hub. Nicht 2 cm, nein, nein, nein. 2 mm Hub. Also das so ganz, ganz, ganz klein. Das ist so Glanzmaker oder auf Deutsch sagt man Glanzmacher. Denke ich. Ja. Jetzt kommt die Empfehlung für dich, Eugen, oder für euch. Aber vorher, da ist was sehr, sehr Wichtiges, was ist wichtiger wie die Maschine, wie die Politur, wie die Pad, nach meiner Meinung. Also das ist meine persönliche Meinung. Die Maschine ist scheißegal. Das ist kackegal, was für Maschine, was für Pad. Eine sehr gute Maschine, sehr teuer Pad, Manzerna oder Rupers oder sehr, sehr teuer Politur, in die falschen Hände, kann sehr, sehr viel schaden. Also kannst du richtig scheiße bauen mit das. Aber mit einer schlechten billigen Maschine, schlechte Bett, schlechte Politur, jemand mit Erfahrung, wer weiß, was er macht, kann man ein schönes Ergebnis rausholen. Glaub mir. Ich habe auch bei dem Anfang gedacht, weil ich habe meine erste Rupers-Maschine geholt. Ha! Die gehört mir. Jetzt, ich habe die Rupers und gibt es kein Hologramme mehr. Super toll. So wie auf YouTube. Nein, das stimmt nicht. Mit der Rupers machst du genauso Hologramme, weil das kommt darum, das kommt von dort, dass zum Beispiel hast du nicht die Lack geknetet oder hast du nicht richtig sauber gemacht oder die Drehzahl ist falsch oder kannst du die Politur überarbeiten. Zum Beispiel, wann magst du
bei Finnisch zum Beispiel 1, 2, nochmal 3 und zum Beispiel, das ist perfekt, das Ergebnis ist perfekt, kannst du schön abreiben, du hast ein 99,9% Perfektion. Aber kannst du die Politur mit dieselbe Maschine, selber Drehzahl überarbeiten? Zum Beispiel machst du 1, 2, 3 und machst du nochmal 4 und 5 und vielleicht die Politur trocknet aus, willst du abreiben, dann machst du wieder Kratzereien. Also das kommt durch Erfahrung. Also nicht, dass Maschine ist das Wichtigste. Ich will, dass du weißt besser Bescheid. Ich sag dir meine Empfehlung jetzt. Du brauchst nicht 10 Maschinen, wie ich habe. Wenn du jetzt fängst an, dein Geschäft, deine Firma oder machst du das von Hobby, du brauchst alle diese nicht. Du brauchst 2 Maschinen, nur 2. Meine Empfehlung, hol diese Rupes, 15, mach 2, eine Maschine mit Kabel. Und die zweite ist diese. Also die andere Maschine kostet so um die 300 Euro, 350 Euro, ich weiß nicht ganz genau. Und das ist die zweite. Weil mit dieser zweiten Maschine, du ersetzt 3 andere Maschinen. Also ich denke, 3 Maschinen ist eingebaut in 1. Und ich sage dir zum Beispiel auch, also das kostet ungefähr 400 Euro. Mit dieser Maschine ersetzt du diese. Von dieser habe ich 2 Stück. Aber damals, wenn ich habe die gekauft, das war noch nicht auf dem Markt. Also eine Maschine kannst du ersetzen. Die zweite, weil du hast hier auch das, plus hier gibt es, ich habe eine Verlängerung. Guck, zack, zack, die zweite Maschine. So, Kari, 2 Maschinen. Und die dritte Maschine. Das hat dasselbe. Ich kann das. Das kann also so runterdrehen. Auf diese andere. Drauf. Ein Klick und du hast dieselbe Maschine wie diese. Und das war damals 800 Euro. Also in die hast du 3 Maschinen. Das ist die Empfehlung. Ich kann nicht einfügen unten in die Beschreibung, wie läuft das bei Amazon, kannst du kaufen, die Link oder sowas, soll ich Geld verdienen. Ich bin ein bisschen zu oldschool, zu dumm für diese YouTube-Ding, aber ich kann dir gerne zeigen. Also die Name ist, siehst du hier, PXE80. Diese PXE80, Flex und Rupes schreibst du Bigfoot 15 Mark 2, MARK 2. Bei dem Anfang, nach meiner Meinung, die 2 Maschinen. Die Maschine ist, sag ich so, 300 Euro oder sowas. Diese wieder 4, das sind 700 Euro. Aber weil diese ist 400 Euro, das war damals, jetzt bestimmt ist billiger, aber damals gab diese andere noch nicht. Die 2 war für mich damals 1000 Euro, plus diese ungefähr 250, 300, sagen wir mal 300, 1300 oder nur 400. Also hast du gespart ungefähr 900 Euro, ich hoffe durch dieses Video. Also die 2 Maschinen kann ich empfehlen. Und nochmal nicht vergessen, dass nicht die Maschine, die Erfahrung. Bei meiner ersten Maschine, ich habe die Pad nicht sauber gemacht und das war die erste Auto mit einem gelben Pad. Ich vergesse nie, ich habe poliert, noch Pad drauf, noch Politur drauf, ich habe poliert. Und auf einmal die gelbe Pad explodiert. In die ganze Halle war gelber Schnee. Von die Bett. Ich habe das nicht sauber gemacht mit Luft. Ich habe nicht gewusst, das muss sauber gemacht werden oder so. Also deswegen nicht unbedingt die Poliermaschine oder die Politur. Das Wichtigste, das Technik ist das Wichtigste. Und das kann man nicht lernen.
Die Technik kannst du von Videos 20% lernen, vielleicht, aber der Rest kommt mit Erfahrung. Jeder Lack ist verschieden. Jeder Auto hat andere Kurve, hat andere, auf anderer Stelle hat Kratzer. Und das kommt alles mit Erfahrung durch. Halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Ich mag das seit 5 Jahren und ich lerne bis heutzutage jeden Tag. Jeden Tag mit einem neuen Auto lerne ich irgendwas. Und deswegen mache ich diese Videos, dass vielleicht kann ich für euch Geld sparen. Ich habe gar keinen Gewinn bei diesen Videos. Ich habe 130 Abonnenten oder sowas. Aber ich freue mich für jede einzelne von diesen 130 und ich bin sehr, sehr dankbar. Aber ich hoffe, ich kann euch helfen, dass ihr habt nicht dasselbe Schwerweg wie ich. Bis jetzt, ich kenne. Heute auch, ich arbeite heute ganz normal. Ich fange an diese SLK polieren. Aber das wird die Video für nächste Woche. Ich bin fertig. Ich hoffe, Eugen oder wer hat das Video angeguckt, ich könnte euch helfen. Wann gefällt euch das Video? Könnt ihr gerne abonnieren, könnt ihr gerne teilen, Daumen hoch, nicht vergessen drauf drücken und treffen wir nächste Woche. Ciao.